Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Kusavasch. Das Interview geht gleich los. Alles, was ihr tun müsst, ist die Glocke aktivieren und abonnieren. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht's gut. Erlaubt mir wie immer an dieser Stelle. Allow me to reintroduce myself. Mein Name ist Simon und die andere Stimme in diesem Interview gehört meinem Gast. Früher schaute er zu Jigga hoch, jetzt schaut er zu ihm rüber, denn wenn er rappt, will er nur der Fresh zu sein wie Jada Kiss. 30 Jahre jeden Trend überlebt, doch ist noch hungrig, als wäre er seit einem Jahr am Start und spielt das Game, als hätte er nie was anderes getan. Er killt stumpfe Asseln und zerstört die Crews wie Tassen. Er ist der Überbello, Vorname Esser, Nachname Futurama. Ohne ihn hieß die deutsche Rap nur noch Deutscher. Ich freue mich, dass er da ist. Kool Savas ist da, hello. Ich grüße dich, Mann. Dankeschön. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja schon das Vergnügen und haben über deinen Auftritt in der Serie gesprochen. Para, wir sind King. Da hast du eine kleine Gastrolle, hast auch den Original Soundtrack dazu gemacht mit einem Song. Die Serie gibt es, glaube ich, mittlerweile auf diversen Streaming-Anbietern zum Nachschauen. Und das ganze Interview verlinken wir hier auch nochmal oben in der Infobox auf jeden Fall. Und der Song zur Serie, der klingt so. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Höre nicht hin, rede kein Wort. Die Augen sind zu, ich bin taub auf den Ohren. Ich kann nicht hören, was sie erzählen. Für sie bin ich taub, stumm und blind. Es stimmt, sie quatschen ungefragt. Wollen für mich in die Glaskugel schauen. Jeder Song ist so, als würde ich mir eine Statue bauen. Gold und Platin, weil ich mich nicht an euch Losern orientiere. Gestern Hype, morgen weg. Bei euch hat super funktioniert. Wenn es kalt serviert. Das war Taubstumm und blind. Jetzt bist du aber auch unter die Autoren gegangen, mein Lieber. Und hast ein neues Buch am Start, die 24 Rap-Gesetze. Ja. Und ein Tag nach Release war es, glaube ich, schon auf der Bestsellerliste Platz 1. Hättest du damit gerechnet? Erstmal ganz kurz, ich muss nur kurz was berichten. Es heißt die 24 Gesetze, es sind nicht die 24 Rap-Gesetze. Gut, dass du mich korrigiert hast. Ja, wenn ihr googelt später oder sucht. Jetzt gehe ich auf deine Frage ein. ja, nee, ehrlich gesagt hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich kenne diesen Markt nicht, ne? Und ich dachte schon, dass natürlich ein Support von der Hardcore-Fanbase da ist, wie auch wenn ich jetzt ein Album ankündige oder so. Aber ich war schon überrascht, vor allen Dingen war ich dann überrascht, als der Verlag sich gemeldet hat und gesagt hat, wir haben bei Büchern allgemein, hätten wir uns über Top 100 gefreut und jetzt ist es auf der 1 bei den Vorbestellern und das scheint eine gute Sache zu sein, so wie das gelaufen ist bis jetzt. Ne? Wie gesagt, wohlgemerkt, das sind Vorbestellungen und es wird sich dann zeigen natürlich, ob das Buch die Erwartungen erfüllt, falls es Erwartungen gibt und ich bin sehr happy. Es ist ein ganz neues Kapitel für mich, ne? Und eine neue Sache und ich habe mir da viel Zeit gelassen, weil es gab natürlich Angebote schon früher, was zu machen in die Richtung halt Buch und so weiter, aber jetzt war der Zeitpunkt da und ich dachte mir, mit dem Konzept und mit dem Co-Autor funktioniert das gut. Ja, und es geht, heißt es, unter anderem um unbekannte Stories aus den Anfangsjahren deiner Karriere. Und natürlich die Frage direkt, jetzt wenn ich mit dir spreche, hast du einen kleinen Teaser? Was für unbekannte Stories? Auf was darf man sich da freuen? Du, wir haben so viel. Also dazu muss ich sagen, mein Co-Autor Juri Sternburg, mit dem habe ich einfach wochenlang und monatelang quasi zusammengesessen und wir haben halt alles nochmal irgendwie aufgefrischt und haben dann natürlich auch geguckt, was sind so die wichtigen Punkte in meinem Leben und vor allen Dingen auch in meiner Karriere gewesen. Und die Sachen, die mich jetzt musikalisch weitergebracht haben oder mich businessmäßig weitergebracht haben, die waren cool, die waren auch wichtig und die sind auch gut für mich, aber zum Beispiel ein großes Ereignis, das habe ich letztens sogar noch, glaube ich, gestern sogar war meine Eltern hier, habe ich denen das erzählt, war, als ich aus einer Beziehung rausgegangen bin und eine neue Beziehung begonnen habe und bereit war, zum Beispiel meine alte Heimat zu verlassen, um woanders eine neue Heimat zu finden. Und es gibt ja dieses Sprichwort, und das haben wir zum Beispiel in dem Buch widerlegt, es gibt dieses Sprichwort, du kannst vor deinen Problemen nicht wegrennen. Das ist zum Beispiel ein Gesetz, so, ne, was wir so festgehalten haben, dass man das doch kann. Weil oftmals sind die Dinge, die dir Probleme machen, müssen gar nicht so viel mit dir zu tun haben, sondern die kommen oftmals aus einer negativen und toxischen sozialen Verbindung heraus und auch aus der toxischen Art der Menschen, so, ne, diese Wesenszüge, die nicht gut sind. Und manche Leute ernähren sich halt auch nur davon, dass sie dich quasi mit runterziehen oder wen auch immer oder dass sie immer jemanden brauchen, den sie mit
in ihr Verderben ziehen müssen, weil sie sich sonst nicht lebendig fühlen, weil sie sich nicht besser fühlen können oder irgendwas. Und in meinem Fall war es so, ich hatte mehrere dieser toxischen Beziehungen und dazu war das auch so, die waren einfach örtlich gebunden an einen Punkt, wo ich gelebt habe. Und ich konnte gar nicht für mich selber das so realisieren, dass ich da raus muss, dass ich einfach gewisse Menschen aus meinem Leben erstmal rausschieben muss, um für mich rauszufinden, was für mich wichtig ist und was mir gut tut. Und als ich das gemacht habe, habe ich von einem Tag auf den anderen fast schon, oder innerhalb von 2-3 Tagen, habe ich meine Sachen gepackt, habe meine Kackwohnung gekündigt und habe gesagt, weißt du was, ich habe mich jetzt in eine Frau verliebt, ich ziehe dahin, nach Heidelberg, um genau zu sein, von Berlin nach Heidelberg, ich ziehe da jetzt dorthin, ich kenne dann niemanden, ich kannte noch eine einzige Person, Paul Ripke übrigens, und bin dann dorthin gezogen. Und natürlich war das krass, erstmal allein zu sein, weil meine damalige Freundin hat da noch bei ihren Eltern auch gelebt, ne? Und trotzdem war es so, dass nach ungefähr einem Monat, als ich gemerkt habe, ich bin für alle Leute, die mir irgendwie auf die Nerven gehen und mich versuchen, mit ihrer negativen Scheiße runterzuziehen, ich bin für die gar nicht mehr greifbar. Ich kann, weil Telefon, kannst du direkt die Nummer ändern, dann sind sie weg. Und die finden mich nicht, die können nicht mit mir reden, die können mir ihre Scheiße nicht mehr ans Bein heften. Das war so krass, ne? Das war wie so eine Metamorphose, ne? Ich bin quasi echt von der Raupe zum Schmetterling in dem Moment aufgeblüht, so, ne? Und konnte diesen Käfig, diesen Kokon um mir herum, konnte ich den auseinanderreißen. Und das war, da habe ich ein neues Leben angefangen. Und darüber spreche ich auch in dem Buch, ne? Detailliert. Und das habe ich oft gelesen, auch bei Insta, wenn die Leute mir schreiben und wirklich mich auch teilweise nach Rat bitten, ne, oder um Rat bitten und nach Rat fragen, dass ich dann auch sage, du, im schlimmsten Fall, selbst wenn es nur 100 Kilometer sind, zieh weg, du musst dich nicht mit den Problemen anderer oder den Sachen, die Leute dir irgendwie anheften wollen, du musst dich nicht damit auseinandersetzen. Du kannst auch für dich einfach den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sagen, warum soll ich diesen Kampf ausfechten, wenn das Ergebnis mir überhaupt nichts bringt? Was genau soll das für mich verändern? Weil die wenigsten Leute lassen sich überzeugen, da reicht in den wenigsten Fällen ein Gespräch und in den schlimmsten Fällen endet es damit, dass man einfach unglücklich ist und selber so wird, weißt du, so verbittert und so abgefuckt. Deswegen, ich glaube, das ist ein wichtiges Gesetz. So, das war für mich ein sehr zentrales Gesetz in diesem Buch. Ich spreche heute die ganze Sendung mit Cool Savage. Er hat ein Buch rausgebracht und kann ganz entspannt sagen. Struggle hin, struggle her, heute struggle ich. Ich wäre doch hit dem Beat so hungrig, als ob ich täglich am Struggle wäre. FDH, bitte auf Moses-Platte, den besten Part. Sehr schöne Zeit übrigens, wo dieser Song entstanden ist. Kann ich mich auch noch sehr gut zurückerinnern. Mit Costa, ja, dem jungen Ilz, noch auch auf dem Song. Schönen Grüße. Was sind die häufigsten Fehler junger Newcomer, würdest du sagen, in der Musikindustrie? Nur weil man talentiert ist, heißt das nicht, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass es nicht sein kann, dass jemand anders dir vielleicht auch einen Ratschlag geben kann oder dich auch unterstützen kann auf deinem Weg. Also dieses schnell abgehoben sein, sich schnell zu gut fühlen, zu groß fühlen. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich denke jetzt so, man muss sich die ganze Zeit verstecken und sagen, nein, ich bin nichts wert, sondern kenne deine Position irgendwie, ne? Das ist im Prinzip damit vergleichbar, ohne dass ich jetzt auf Hierarchien stehe, aber das ist so, wie wenn der Praktikant auf einmal, keine Ahnung, in einem Milliardenunternehmen im Fahrstuhl dem CEO begegnet und sagt, du, weißt du was, das und das musst du ändern, glaub mir, das musst du anders machen, dann kannst du erst Kohle machen. Und dann hat der natürlich das Recht zu sagen, guck mal, sorry, Alter, du musst erstmal an den Punkt kommen, dass wir dieses Gespräch haben können, weil so, ich habe ja das Unternehmen bis hierhin anscheinend erfolgreich geleitet. Und ich hatte das sogar auch in meinem Umfeld, dass Leute, die keine Musik gemacht haben, zu mir immer gesagt haben, ja, das musst du so und so machen. Ich hasse diesen Satz. Das ist ein typisch Berliner Satz. Das musst du so und so machen. Dann denke ich, erstmal muss ich sowieso gar nichts. Zweitens, wenn du das besser kannst, mach es doch einfach, dann ist es doch nicht so schwer. Genauso wie Leute mir schreiben und sagen, ja, Savas, mir fehlt nur die Reichweite. Alles andere ist anscheinend da, weil die davon ausgehen, mir fehlt nur die Reichweite und ich werde von anderen zurückgehalten. Dann denke ich mir erstmal so, von wem wirst du denn zurückgehalten? Denkst du, es gibt so eine Riege der Musiker, die wirklich durch Instagram-Accounts gehen, sehen, oh, da hat einer 350 Follower,
den halte ich jetzt klein, weil der so talentiert ist, dass ich Angst vor dem haben muss. Nee, am ehesten und im wahrscheinlichsten Fall würden die dich anschreiben und würden sagen, Dicker, du hast so ein musikalisches Talent und so ein Potenzial, dass ich mit dir zusammenarbeiten möchte. Die wenigsten haben überhaupt diesen Gedanken, dass sie sagen, jemand, der gut ist, den muss ich klein halten. Nein, die Realität ist, Dicker, du machst einfach scheiß Mucke. Die Mucke interessiert keinen, juckt keinen, es ist einfach nicht gut. Und diese Art der Arroganz, ne? Also die ist mir fremd, weil mein Vater mich völlig anders erzogen hat, aber das ist genauso, wie wenn ich jetzt mit meinen 46 Jahren und 105 Kilo auf den Rippen sage, du weißt du was, nächstes Jahr spiele ich in der Nationalelf Fußball. Ich habe in meinem Leben noch nicht Fußball gespielt, ich kann kein Fußball spielen und das ist bestimmt, egal wie ich mich bemühe und nur für meine Bemühung dann erwarte, dass ein Jogi Löw oder irgendein anderer Penner, dass die mich jetzt, dass die mich akzeptieren müssen und dass die mir jetzt die Türen aufmachen müssen. Warum? Wer bin ich denn? Warum überlasse ich das nicht den Leuten, die das gut können? Warum erwarte ich denn dann, dass andere sozusagen sagen müssen, ja, okay, gut, allein weil du es machst und allein weil du es jahrelang machst, und das hatte ich auch oft, ne, Leute, die seit Jahren an etwas rumhampeln so und nichts auf die Kette kriegen, so, sorry, wenn es den Leuten nicht gefällt, gefällt es denen nicht. Und genauso gibt es ja auch das Gegending, so, ne, dass Leute dann sagen die, ja, der hatte einfach nur Glück. Dann sage ich, naja, das stimmt aber nicht, ne? Also, was ist denn daran Glück, wenn ein Apache einen Song macht, der alle Leute anspricht? Was heißt denn Glück? Was ist denn die Definition von Glück? Es gibt eine Definition zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Produkt am richtigen Ort. Dann war er das vielleicht. Aber lass ihm doch diese Lorbeeren, dass der Typ anscheinend so singt, dass es sehr vielen Menschen in Deutschland gefällt und dass sie sagen, ich feiere das. Also fertig. Gibt's doch darüber nichts mehr zu diskutieren, so, ne? Und ich habe wieder weit ausgeholt, aber ich glaube, das ist so ein Newcomer-Ding, was faszinierend ist. Ne? Diese maßlose Selbstüberschätzung und dann auch jeden anderen für seine Scheiße immer verantwortlich machen. So, ne? Das ist so, als ob ich dich verantwortlich mache, dass bei UFM irgendwie nicht genug Kutsawasch läuft, aber die ganze Zeit einen Sound mache, der überhaupt nicht radioverträglich ist. Dann hast du das Recht, irgendwann mir zu sagen, Dicker, ja, wenn du mir 100 Songs gibst, wo es nur um Ficken, Bumsen, Blasen geht, die kann ich eh nicht spielen. Und da musst du doch verstehen, dass mein Programmdirektor kein Interesse hat, das ins Radio zu packen. Also denk doch mal realistisch, ne? Zum Glück haben wir diese Sendung und spielen auf jeden Fall einige Kusawasch-Songs, aber zum Glück hast du natürlich auch Songs gemacht, in denen es nicht nur um die von dir beschriebenen Themen geht. Nochmal zu deinem Buch. War es dir wichtig, dass es nicht nur Rap-Hörerinnen abholt? Definitiv war mir das wichtig, ne? Also weil, warum soll ich denn, weil so eine Geschichten, so eine Sachen kann ich ja nicht endlos häufig reproduzieren und immer wieder erzählen und immer wieder in einem Buch aufschreiben. Das heißt, wenn ich das einmal schreibe, dann ist das ja auch schon richtig, das so zu machen, dass alle das mitkriegen können. Ich möchte das nicht exklusiv einer gewissen eingeschworenen Gemeinschaft so nur für die zur Verfügung stellen, sondern natürlich, ich möchte, dass das alle, die sich da drin wiederfinden können oder die etwas für sich da drin finden können, dass sie die Möglichkeit haben, da auch sich damit zu identifizieren. Ich meine, ich habe auch Richard Branson gelesen, ich interessiere mich nicht für Flugzeuge und für damals die Musik von Mike Oldfield war jetzt auch nicht so mein Ding, aber trotzdem habe ich mir seine Autobiografie durchgelesen und habe da irgendwas für mich rausgezogen. Und genauso würde ich ein Buch von Robbie Williams lesen und von Michael Kur und von wem auch immer, weil es natürlich immer irgendwelche Parallelen gibt. Wir sprechen die ganze Zeit mit Kool Savas. Er bringt ein Buch raus, aber auch vorher wollte er eigentlich nicht viel. Wenn ich rappe, will ich nur der Freshste sein, wie Jada Kiss und jeden killen, der mein Geld verfrisst, um mich danach zu pissen. Ist es eigentlich immer noch so, dass du unter anderem gerne mit Jada Kiss oder Logic ein Feature machen würdest? Weil in der Insta-Fragerunde hast du letztens ein paar andere Namen genannt. Ja, die ändern sich ja auch immer so ein bisschen, ne? Ich habe größten Wünsche quasi habe ich mir schon erfüllt, Too Short, MC8, mit denen habe ich schon Verses zusammen, die ich dann vielleicht auch auf dem nächsten Album release und ich habe halt so meine Leute so, ne, es gibt so die Evergreens, Jamiroquai zum Beispiel, Jada Kiss gehört natürlich dazu, dann gibt es eine Sängerin aus Atlanta, Gael, mit der habe ich geschrieben, die hat gesagt, die macht nie wieder Musik, das war sehr deprimierend, ich habe sie echt versucht mit allen möglichen Mitteln zu locken. Und ja, dann kommt mal jemand Neues dazu und das muss ja auch immer so ein bisschen realistisch sein. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, ich will mit J. Cole Mucke machen, natürlich möchte ich das oder mit Eminem, aber das ist halt unrealistisch, dass die da Bock haben, irgendwie mit mir einen Song aufzunehmen. Hey, you never know until you try. Who knows? Ja, yeah, who knows? Sind gekaufte internationale Features eigentlich noch cool? Also würdest du dafür... Du, nee, ich glaube...
Würdest du dafür zahlen quasi oder muss das irgendwie so auf Bro-Ebene passieren? Für mich ist das eine Sache des Respektes. So, ne? Es gibt auch Künstler, die das so machen, auch Künstler, die ich respektiere, die das so machen. Aber für mich ist es auch so, kleine Anekdote, ich habe für Der beste Tag habe ich von A+, habe ich damals Verses bekommen für den Song. Wir haben die zusammen aufgenommen. Damals habe ich noch Kreuzberg-Skalitzer Straße im Dachgeschoss gelebt. Und haben das so zwischen Tür und Angel, da war er eh in Berlin ein paar Tage, haben das aufgenommen. Und ich habe ihm dann, vier, fünf Jahre später, habe ich ihm dann Geld für das Ding geschickt, ne? Und weil ich hatte damals ihn gefragt, ich meinte, ey, willst du dafür Kohle? Und der meinte, nee, Bro, Alter, entscheide du selbst. Wenn du damit Kohle machst, wenn du mir was geben willst, ist cool, wenn nicht, ist auch cool. Und er hat sich damals darüber sehr gefreut und ich habe ihm auch dazu noch was geschrieben. Und ich meinte, ey, Dicker, das war für mich, war das so ein emotionaler Boost auch, ne? Und ich weiß das so zu schätzen, dass du das gemacht hast. Und ich möchte mich dafür bedanken und das soll ein Zeichen sein meiner Dankbarkeit. Ich glaube, er war sehr verwundert, hat damit auch überhaupt nicht gerechnet. Und insofern, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, in MC8, war jetzt für mich nicht übertrieben teuer, aber wenn der mir jetzt gesagt hätte, ja, keine Ahnung, ich will so und so viel, dann hätte ich ihm das trotzdem gegeben, einfach aus Respekt. Ne? Irgendwo ist natürlich Schluss, aber es ist jetzt nicht so, wenn mir jetzt ein Nas sagen würde, du, mein Verse kostet aber jetzt 15.000 oder 20.000, würde ich jetzt nicht sagen, boah, du bist ja teuer. Nee, ich meine, das ist fucking Nas, das ist eine Legende, Alter. Wenn das 20.000 kostet, dann zahle ich das lieber ihm, als dass ich mir eine Uhr kaufe und weißt du, davon habe ich viel weniger. Das ist für mich... ja, das ist für mich ein emotionaler Schatz, den ich dann habe, so, ne? Und der dann irgendwie immer was mit mir zu tun hat. Cool nach außen, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute juckt es nicht mehr so, ob man international mit einem was macht oder nicht, weil die größten Stars sind in Deutschland selber. Insofern ist das, mache ich das nur, um mir selber meine Träume zu verwirklichen. Naja. Ja, ich glaube, Jan Delay hat auch noch so ein Snoop-Feature rumliegen in irgendeiner Schublade, glaube ich, was er sich da auch für 20.000 geholt hat. Ja, leider ist es scheiße, super, hat er gesagt. Ja, dann ist scheiße, dann ist Pech so, ne? Aber ja, also man muss schon mit den Leuten, man muss zusammen ins Studio, ne? Ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, hier, schick mir was und ich überweise dir dann Kohle. Das ist natürlich Bullshit, aber im besten Fall muss man dann wirklich es muss ja eine Ebene da sein, ne? Dass die auch verstehen, du, das ist so und so und so. Voll. Du hast auf Insta gemeint, es gibt jetzt noch vielleicht das ein oder andere Feature und dann nur noch Richtung Boom Bap. Wie ist denn der Stand? Der Stand ist, ich sammle ja parallel schon, ich sammle Beats, ich habe einige Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite, Cap Kendricks, Chief Rugged und noch ein paar mehr, die halt wirklich nur auf Boom Bap Sound fokussiert sind. Ich habe von Diamond D habe ich einen Teil schon, dann mit Lord Finesse bin ich im Gespräch, mit Evidence bin ich im Gespräch, also ich habe so meine Dudes, die ich so die ganze Zeit so mit denen schreibe und gucke, ob die mir was schicken können, aber im Prinzip muss ich jetzt endlich mal ins Studio gehen und muss loslegen. Aber die Euphorie ist da. Ich habe riesen Bock darauf. Das war ein Traum, den wollte ich mir immer verwirklichen. Und vielleicht ist es nicht in dieser Zeit jetzt der beste Karriereschritt für mich. Aber für mich persönlich ist es wichtig. Deswegen möchte ich das machen. Warum glaubst du, weil das so quasi komplett konträr des aktuellen Sounds geht, meinst du? Ja, ich glaube nicht, dass das so krass abgehen kann. Also ich denke, die wenigsten Leute haben irgendwie ein Faible für 90s Boom-Bap-Beats. Natürlich gibt es eine Lo-Fi-Szene und es gibt Leute, die das natürlich hören. Deswegen war ich auch so glücklich, das neue J. Cole-Album zu hören, weil ich gesagt habe, krass, in Amerika geht's halt, weil die Leute kennen ihre History und die verstehen die Herkunft dieses Sounds und die wissen auch zum Beispiel, Jazz und Soul und Funk haben einen ganz anderen Stellenwert, weil es die Leute mit sozialisiert hat, so, ne? Weil die Menschen damit aufgewachsen sind. Hier in Deutschland ist den Leuten scheißegal, ob es ein Jazz-Sample ist, ein Soul-Sample ist, ein Funk-Sample ist. Die kennen weder den Unterschied, noch juckt es die. Die haben für Musik, also Musik, es gibt für Musik sehr, sehr wenig Wertschätzung hier, ne? Und insofern ist so ein Boom-Bap-Album, was ja eigentlich nur für die Kultur ist, ist, glaube ich, schwierig jetzt im Moment, aber das ist mir egal, ich ziehe das durch, damit muss man klarkommen. Das kann dann aber auch sein, dass ich dann 3 Monate später irgendwie eine Autotune-EP veröffentliche, das weiß man nie, also ich möchte mich da selber auch nicht reduzieren irgendwie. Schön, Savage kündigt Autotune-EP an, ich sehe schon die Headlines, sehr geil. Wie geht's eigentlich deinen Kopfschmerzen? Ich habe gehört, du hast dir Botox in den Nacken spritzen lassen. Ja. Ich muss es dreimal lesen, glaube ich. More details, please.
Ich leide schon seit der Kindheit an Kopfschmerzen. Und ich habe gemerkt, ne, wenn die Matratze zu weich ist, dann kriege ich auch stark Kopfschmerzen. Jetzt nach dem Umzug haben wir natürlich alles neu geholt, ne, das Bett auch wirklich fresh. Das ist auch schon besser. Aber ich merke einfach, wenn ich mich verlege, dass ich dann, ich habe sehr, also meine Nackenmuskulatur scheint sehr ausgeprägt zu sein. Und wenn ich dann schlecht liege, ist es einfach so, dann sind teilweise, verliere ich 2-3 Tage, ne, in denen ich echt was machen hätte können. Und dann ist einfach so Lebensqualität, so weißt du, auf Zero. Und deswegen habe ich einfach eine Ärztin gebeten, ob sie sich vorstellen könnte, mir da, weil das hatte mir damals schon mein Osteopath, hat mir das empfohlen. Der meinte, Dicker, hau dir mal Botox in den Nacken und lass uns da mal alles frei machen, weil er meint, diese Verspannung, ne, er kann die immer lösen, aber das bleibt dann irgendwie so 2-3 Tage und dann geht's wieder zu alles. Und das hat mir ganz gut getan. Ich werde jetzt nochmal, auf jeden Fall nochmal hinterherfeuern. Und sie hat mir dann auch bestätigt, dass es viele Patienten gibt, aber auch Migränepatienten, die das auch auf der Kopfhaut sich spritzen lassen, einfach um da die, so, weißt du, den, diese Spannung irgendwie rauszunehmen. Und ich glaube einfach daran, dass es wichtig ist, Schmerzen zu behandeln, ne? weil die Leute denken, dann, also es gibt da auch diesen Trugschluss, dass man muss das aushalten und da musst du durch. Das ist wirklich kompletter Blödsinn, so, ne? weil Körper und Geist gehört zusammen und der Geist kann sich irgendwie nicht entspannen und sich gut fühlen, wenn du die ganze Zeit Schmerzen hast. Also das macht dich fertig und weißt, dann ist so eine Kettenreaktion und dann wirst du nur kränker dadurch und safe. Das ist super ungesund. Safe. Ja, auch schön, dass es besser ist auf jeden Fall jetzt. Ihr seid mitten im Talk mit Cool Savage und falls ihr fragt, ob wir schon mal einen Rap-Fan getroffen haben, der ihn nicht kennt, muss ich gestehen. Ich kann mich nicht erinnern. 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 Im Interview mit Skinny hast du gesagt, im März diesen Jahres hast du gesagt, den Titel King of Rap hast du gerne, ist aber nix, worauf du dich ausruhst. Um mich würde mal deine Meinung zu dem Song von J. Cole interessieren. Bei Fire Squad sagt er nämlich am Ende vom Outro quasi, ist Folgendes zu hören. While the people debate who's the king of this rap game, here comes Lil' Old Jermaine with every ounce of strength in his veins to snatch the crown from whoever y'all think has it. But rather than place it on his head as soon as he grabs it, poof, boom, pow, it's like magic. With a flash and a bang, the crown disintegrates and falls to the earth from which it came. It's done. Ain't gonna be no more kings. Be wary of any man that claims, because deep down he clings onto the need for power. Eine Interpretation sagt ja quasi, hier, the destruction of the crown symbolizes the end of grandstanding, also ne, diese Selbstdarstellung in Rap and respect for the work for other artists. Yeah. Was sagst du dazu? Wie ist deine Meinung? Ich finde, ich würde gar nicht sagen, dass sich das widerspricht oder dass das irgendwie konträr zu dem ist, was ich denke. Also ich glaube zum Beispiel, ohne Respekt und ohne Wertschätzung ist Hip-Hop nicht Hip-Hop, so, ne? Und die Hip-Hop-Kultur, die basiert darauf, dass du auch, dass du deine Wurzeln kennst, so, ne? Und für manche ist das ein veraltetes Konzept und die New School sagt auch, ey, man muss alle alten Heroes abschlachten und am besten im 2-Jahres-Rhythmus. Das heißt, wenn einer länger als 2 Jahre dabei ist, ist er Oldschool, dann ist er ein Wichser, weg mit dem Penner, so. Ich sehe es anders, aber für mich ist auch, für mich war ganz klar der Anspruch, der Beste zu sein. Und der Beste, das ist dieses King, King of Rap ist eigentlich nur ein Synonym für der Beste, so weißt du? Der beste MC, den es geben kann. Mir ist klar, dass ein Eminem und ein J. Cole und ein Jay-Z über mir stehen, so weißt du, und lyrisch krasser sind und Nas. Und ich respektiere die und ich finde die besser, als ich mich selbst finde, aber das ist für mich mein Maßstab, ne? Ich möchte nicht, also wenn ich jetzt einen Song mit diesen Leuten hätte, ich würde nicht gerne neben denen auf einem Song sein und dass die Leute sagen, ja, das sieht man mal, dass der Deutsche da, schlechter float oder schlechter im Takt ist, so, ne? Im besten Fall sollen die sagen, Dicker, Kusawasch hat den Ami und unter den Tisch gerappt, so, ne? Und nicht nur irgendwen, sondern denjenigen, den wir da abfeiern, so. Insofern, für mich ist King of Rap immer gewesen, ich möchte der Beste sein, ich möchte das allen beweisen und an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das erreicht, auch in den Augen der anderen, dass sie sagen, ja okay, der ist vielleicht erfolgreicher, der ist vielleicht, keine Ahnung, sieht besser aus, der kommt bei den Weibern besser an, aber er ist der beste MC, so, er kann es am besten. Ab dem Punkt war es für mich nicht mehr eine Diskussion und ich musste das jetzt nicht mehr,
die ganze Zeit so, ne? Natürlich hier und da, das ist ja Teil meines Images auch, wird das erwähnt, aber das ist für mich jetzt, ich sitze nicht zu Hause und sag mir, wie kann ich der King of Rap bleiben, so, ne? In meiner Wahrnehmung bin ich ein King, aber genauso akzeptiere ich das, wenn Sammy von sich sagt, er ist ein King, und wenn Curse von sich sagt, er ist ein King, und wenn Kapi von sich sagt, er ist ein King, und wenn BOZ von sich sagt, er ist ein King, und Olli Banjo, also das ist, das widerspricht sich alles nicht so, ne? Und es ist nicht, oder, weil es, also ich sage nicht, weil ich das bin, kann jemand anders das nicht sein. Aber in meiner Sparte und so wie ich das mache, bin ich der Beste. Das ist für mich der King-Titel. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Im gleichen Interview hast du auch, habt ihr darüber gesprochen, dass sich die Hip-Hop-Eckpfeiler ein bisschen verschoben haben, beziehungsweise ich glaube, es war deine Aussage, dass zum Beispiel alles, was früher eine Rolle gespielt hat, heute keine Rolle mehr spielt und alles mehr ergebnisorientiert ist, ne? Also da ging es auch um das Thema Biten zum Beispiel oder inspirieren lassen, so Hommage zollen, samplen, so, dass das alles viel mehr hingenommen wird und Klo ja auch quasi Deutschrap immer schön so den Spiegel vorhält mit Deutschrap ist fresher denn je und das immer wieder unterhaltsam damit umgegangen wird und ja, inwieweit nervt dich das oder inwieweit macht das was mit dir, um es so offen zu formulieren quasi, dass da diese ganzen Eckpfeiler von früher so ein bisschen ja, hinfällig geworden sind in den Wahrnehmungen oder Augen von der jüngeren Generation, wenn man das jetzt mal so pauschalisieren will. Es gibt natürlich genug, bei denen es nicht so ist, aber es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr größere Form, wo das vielleicht der Fall ist. Es ist natürlich, wenn jetzt ein Lil Xan sagt, Biggie und Pac sind wack oder ich kann die nicht hören oder die interessieren mich nicht oder wenn Lil Yachty das sagt oder sonst wer. Es ist schon immer ein Stich ins Herz des Hip-Hop-Liebhabers und weißt du, ein Stich in das Herz einer Person, die mit Hip-Hop und durch Rap sozialisiert wurde. Und ich habe ja auch gewissermaßen so irgendwie mein Zeug, was ich gelernt habe, habe ich ja auch dadurch gelernt. So, ne? Ich sage nicht, dass alles andere mich nicht gejuckt hat, aber es war schon so, Hip-Hop hat mir, das hat mir schon so mein Lebenskonzept geboten. Ne? Insofern ist das scheiße, aber dann sage ich, okay, warum sollte mich die Meinung von jemandem, den ich sowieso nicht respektiere, den ich musikalisch nicht ernst nehme und der mich eigentlich sowieso nicht juckt, warum lasse ich mich davon runterziehen und versuche dann mehr in diesen Buddhisten-Zen-Modus überzugehen und sag, ey, es ist alles cool, akzeptier das, dass es Menschen gibt, die das nicht juckt, die interessieren sich nicht für Hip-Hop. Hip-Hop als Kultur ist nicht mehr so krass weit verbreitet. Es hat auch seine rebellische und progressive Natur auch verloren. Das ist auch völlig okay, weil das ist die Entwicklung von Dingen und vielleicht kommt jetzt auch irgendwas Neues, ne? Für mich, ich kann da nicht raus, weil ich bin Hip-Hop so, ne? Das ist mein Leben, ist Hip-Hop, von wie ich mich anziehe, wie ich rede, mit welchen Leuten ich chille, was ich mache, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Bock habe, einen Train sprühen zu gehen. Das gehört für mich alles dazu. Das ist für mich Hip-Hop so und ich empfinde keine Euphorie für andere Dinge, so, weißt du, wenn ich meine Hobbys sagen würde, wäre das Hip-Hop und Autos, das sind meine Hobbys, fertig, und Essen, aber es gibt jetzt keine, ich werde jetzt nicht von heute auf morgen, werde ich jetzt, keine Ahnung, Techno-DJ und gehe auf den Rave, weil das gibt mir nichts, ich bin Hip-Hop, sorry, und insofern sage ich mir, ich finde es wichtig, dass ich für mich das irgendwie am Leben halte und authentisch halte, auf meine Art und Weise, aber ich akzeptiere auch, dass ich andere nicht dazu zwingen kann. So, ne? Ich kann die nicht wie der Hund, der auf den Teppich gemacht hat, wo man die Nase reindrückt. Ich kann die Leute nicht nehmen, jeden jungen Rapper und mit dem Gesicht in seine eigene Kacke drücken und sagen, hier, so, du musst Nas hören, du musst Jay-Z feiern, du musst J. Cole mögen, du musst, was weiß ich, Jada und Too Short und MC8 geil finden. Das ist ja, das ist meine Sache. Deren Sache ist was anderes. So, ne? Und wenn die sagen, ey, ich scheiße auf Hip-Hop, ich mag das nicht, dann ist das alles super schade, aber dann ist es so. Und ich akzeptiere das und ich lasse jedem da seine Meinung. Ja, auf jeden Fall. Er kann ja auch hier seine Meinung haben, wie er will. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, ich würde behaupten, so, dass es schwierig wird, meiner Wahrnehmung, wenn man den Respekt halt nicht zollt von den Jungs und Mädels, die vorher da waren. Ne? Das, was du vorher auch gesagt hattest, quasi Hip-Hop ist auch einfach Respekt so ein bisschen geben und Respekt füreinander, untereinander. Und du kannst ja von mir aus sagen, okay, Mucke mag ich nicht oder ist alt oder brauche ich nicht, aber anerkennen bitte so, dass das, oder erkenne an, beziehungsweise, dass da halt schon eine Leistung stattgefunden hat, einfach so, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Und wenn's da, und wenn da halt so eine komplette Ignoranz und Verleugnung quasi stattfindet, dann glaube ich, tut es auf der einen Seite natürlich weh, aber kann auch so ein bisschen
Ärger, sage ich jetzt mal, erzeugen, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, aber man ärgert sich ja nur selbst damit. Und es gibt auch dieses Sprichwort, live by the gun, die by the gun. Und mit dem Respekt ist das genauso. Ne? Ja. Also, wenn du keinen Respekt gibst, wirst du auch keinen Respekt zurückbekommen. Savas ist zu Gast. Und falls es tatsächlich jemanden gibt, der nicht weiß, wen ich meine, muss ich ernsthaft fragen. Dicker, was los mit dir? Dicker, was los mit dir? Wir hatten letztens Besuch von Ashraf und einer der Gründer der erfolgreichsten Streetwear-Brands in Deutschland. Und er hat eine Frage für dich dargelassen, und zwar folgende. Was geht, Bro? Ich wollte dich fragen, wie fährt sich dein Lambo? Viele Grüße aus Frankfurt. Ja, guter Typ. Also zu ihm, erstmal muss ich eine kurze Story erzählen. Ich war im KDW mit meiner Frau und ein Junge hatte einen Pullover an. Da waren so Cerealien drauf mit einer Schüssel und ich fand das voll nice, weil das so bunt war und so lustig und da nicht so groß der Brandname stand. Und ich habe den Jungen gefragt, ich so, ey, was ist das für ein Hoodie? Der ist geil. Und da meinte er, ja, das ist 6PM. So heißt doch die Brand, ne? 6PM. Und ich so, ja, geil, habe ich noch nie von gehört. Und habe dann nachgeschaut und dann habe ich auch gesehen, dass das dass es seine Brand ist und dass auch OZ damit auch Teil davon ist und war sehr fasziniert und begeistert davon, dass er das so gemacht hat und wie er das so aufgebaut hat. Insofern, ich kenne auch seinen Insta, ich weiß, er ist auch ein Autofan, freut mich auch zu sehen und freue mich natürlich über die Frage. Lieber Ashraf, ich muss dir sagen, Bruder, ich habe den Wagen nach bisschen unter einem Jahr verkauft, weil ich hatte das Glück, dass ich einer der ersten war in Berlin, der den hatte und der Verkäufer hat damals schon zu mir gesagt, ey, bitte tu mir den Gefallen, halte den eine Zeit lang, weil ich habe jetzt wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, weil ich weiß, du möchtest unbedingt dieses Auto haben, aber bitte behalte den und verkauf den nicht direkt. Und das mache ich ja sowieso nicht. Aber ich bin natürlich eine rege Fluktuation, bin ich gewöhnt in meinem Autogame. Insofern war es dann so, dass ich so ein bisschen unter einem Jahr dann auch gesagt habe, du, ich verkaufe den jetzt. Und in der Tat bin ich den sogar noch mit Gewinn losgeworden. Aber ich muss sagen, der Urus hat sich sehr gut gefahren, war ein schönes Auto. Gutes Auto und ich bin dann aber wieder auf einen Zweisitzer umgestiegen, fahre jetzt aktuell Porsche und Frauchen hat jetzt eine G-Klasse und wir haben so eine gute Konstellation, weil ich hatte wieder Bock einfach was Kleines Flottes zu haben und dann haben wir gesagt, komm, zwei Autos, die gut zueinander passen und für meine Frau war der Urus einfach ein Tick zu groß. Ich habe ihr dann gesagt, ja, fahr den, das ist ein guter Flex für dich. Und sie meinte, sie muss halt dauernd in irgendwelche Parkhäuser und sie ist den dann ein, zwei Mal gefahren und meinte, du, sorry, der ist mir einfach zu riesig und G-Klasse ist ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner und insofern, der Urus hat sich verabschiedet, aber ist nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht irgendwann nochmal zugreife. Ich verstehe. Ich habe gelesen, du hast die Musikrechte auf deinen Sohn auch oder sollen übergehen quasi von dir, hast du glaube ich irgendwann mal erzählt. Also braucht er quasi nie mehr arbeiten, wenn er 18 ist, gefühlt. Nee, das darf er so auch nicht wissen. Das sage ich dem nicht. Ne? Also je nachdem, wie viel denn wert sind. Was heißt nie mehr arbeiten? Ne? Also vielleicht hat er sich ja bis dahin irgendwie einen Lebensstil angewöhnt, der unbezahlbar teuer ist und er muss dann doch irgendwie große Wirtschaftsmoves machen. Aber im besten Fall soll das natürlich für ihn und ich weiß ja nicht, wie lange das läuft. Ne? Also diese Rechte, die müssen ja auch ausgewertet werden. Also wenn irgendwann alle Menschen auf der Welt sagen oder alle Menschen in Deutschland sagen, ich höre ab heute kein Kusawasch mehr, dann ist die Nummer ja auch durch. Dann wird ihm das dann auch nicht viel bringen. Aber dann hat er ja noch andere Sachen, die er bekommt. Aber im Prinzip soll er natürlich die Möglichkeit haben, anders als ich vielleicht dann auch früher schon seine Ziele verfolgen zu können, ohne so krass das im Nacken zu haben, dass er sich sagt, ey, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Miete zahlen soll. Aber definitiv müssen wir gucken, dass er nicht zu verwöhnt wird. Ne? Also wir sind tendenziell, wir sind immer so an der Klippe, so, ne? An der Schwelle zu, weil das Problem ist, er wächst mit Sachen selbstverständlich auf, ne? Und er macht sich darüber keine Gedanken. Also der hat jetzt nicht das Gefühl, dass er bestimmte Sachen nicht haben könnte oder dass er bestimmte, dass er, die Klamotten interessieren ihn ja noch nicht, aber dass er bestimmte Spielsachen jetzt, dass das irgendwie Dings, ne? Und
deswegen, da passen wir schon auf. Also wir versuchen aufzupassen und meine Frau verwöhnt ihn gerne auch mal und sagt, oh, dem soll es an nichts fehlen. Und ich sage, ah, wir müssen doch schon gucken, dass er dafür arbeiten muss. Zum Beispiel mit dem Taschengeld gibt es so Sachen, ne, dass ich sage, wenn du schaffst, ein Jahr zu sparen, dein Taschengeld, verdoppel ich es nach einem Jahr. Aber er schafft es auch nicht. Er geht immer wieder dann Sachen kaufen. Und ich möchte einfach, dass er das wertschätzen kann. Andererseits kann ich ja nicht irgendwie ihn irgendwie broke aufwachsen lassen und ich selber feiere mein Leben. Das geht ja nicht. Schwer. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Erste Frage, warum hindert dich Twitter an deinem SLS? Nee, pass auf, die Story war so. Leider muss ich auch wieder ausholen. Mein Manager war mit AMG im Gespräch. Wir waren kurz davor, einen schönen Deal mit denen einzutüten. Und im Rahmen des Deals hätte ich hoffentlich auch den GT Black Series bekommen. Und kurz bevor dieser Deal in trockenen Tüchern war, wurde da die Person, die dafür verantwortlich war, ausgetauscht. Und das war dann eine Frau. Und jemand hat uns aus dem Meeting erzählt, dass die Frau dann dort stand. Und das Thema kam auf den Tisch. Und sie dann gesagt hat, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll, aber wenn ihr das so toll findet, wir können ja mal hier in sein Twitter gucken, weil seine Vergangenheit und so weiter. Und ich hatte da gerade auf Twitter irgendwas gepostet, wo ich auch wieder Hurensohn gesagt habe oder so irgendwas ganz Blödes. Und dann meinte sie, hier, ist das wirklich die Person, mit der ihr die Marke identifizieren wollt, ne? Und damit war das so, ist so in sich zusammengebröckelt, diese Kooperation. Aber ja, es kommen ja immer mehr neue, junge Leute werden ja in die Konzerne und auch in die Führungsetagen gespült, die dann auch Entscheidungen treffen können. Insofern, das hat sich ja schon geändert. Es gibt ja auch andere Marken und voll. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kriege Support und ja, Mercedes ist trotzdem immer sehr, sehr cool zu mir ich habe da immer einen guten Vibe mit denen gehabt, daher bin ich cool mit der Situation. Ja, aber so viel zum Thema nach dem Motto Eigenverantwortlichkeit für seine Fehler übernehmen, ne? Ja klar, ist meine Schuld. Ja, Twitter ist schuld, hast du doch gesagt. Ja, weil natürlich war es ja meine Dummheit, das auf Twitter zu posten. Und dann noch kurz zum Abschluss. Ein User hat nämlich auf Insta gefragt, Feature mit Kollega und Kontra K, ihr könntet zu dritt den Motivationssong aller Motivationssongs machen. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht sollten wir dann keinen Motivationssong machen, sondern eher etwas, was die Leute nicht erwarten, weil ich habe für mich auch gemerkt, selbst mir macht es am meisten Spaß, irgendwie das zu machen, wovon die Leute nicht ausgehen. Ne? Also wenn ich gerade einen Motivationssong gemacht habe, finde ich es dann geil, etwas zu machen, was super Rap ist. Und wenn die Leute denken, ich bin voll auf dem Rap-Film hängen geblieben, dann etwas zu machen, was poppig ist. Also insofern würde ich dann eher immer das machen, wovon keiner ausgeht, ne? Das finde ich am besten, dann auch am überraschendsten. So, wir bleiben gespannt auf jeden Fall. Buch und Boom-Bap-Album ist auf jeden Fall jetzt die nächsten Projekte, die bei dir anstehen. Mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit, weil das war's schon wieder. Das Interview gibt es als Video bei YouTube. Für die Radio-Zuhörer ist das interessant oder als Podcast. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Savasch, vielen Dank, wie gesagt, dass du die Zeit genommen hast. Viel Erfolg, viel Glück und denk dran. Ihr könnt fronten und haten, doch Fakt ist, ihr seid nicht ihr selber, sondern in den Lyrics fast. Ich verabschiede mich schon mal. Bleibt gesund da draußen. Dankeschön. Und mein Name ist Simon. Die letzten Worte gehören dir, Savasch. Lasst es euch gut gehen, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bleibt positiv. One love. So, ihr Zuckerhasen, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ich fand's cool auf jeden Fall, mir hat's Spaß gemacht. Und das Beste, was ihr jetzt tun könnt, ist Glocke aktivieren und abonnieren.